Hallo zusammen, mein Name ist Vanessa Schumacher und ich möchte euch heute einen grandiosen Auftakt für eine Märchenadaptionsreihe vorstellen. Rotkäppchen und der Hipsterwolf von Nina McKay. Wir befinden uns im Märchenwald, wo Rotkäppchen gemeinsam mit Schneewittchen, Rapunzel und dem Röschen im Märchenschloss sitzt und überlegt, wie sie die Happy Endings ihrer besten Freundin zurückfinden. Denn alle Prinzen wurden entführt. Und im Zuge dessen planen die Damen, eine Liste anzulegen, die unter anderem beinhaltet, dass alle Wölfe, alle dunklen Feen, Hexen und böse Stiefmütter getötet werden sollen. Im Zuge dessen geht Rotkäppchen Everton, ein Hipsterwolf, in die Falle. Nach einer anfänglichen Sequenz, in der sich Rotkäppchen sehr darüber amüsiert, dass er ein Hipster in die Falle gegangen ist, stellt sich jedoch heraus, dass Ever der Einzige ist, der weiß, was mit dem Prinzen passiert ist. Und so beginnen die beiden, sich auf eine Reise zu begeben, die sie über die Grenzen des Märchenwaldes führt. Sie treffen im Nimmerland auf Captain Hook und Peter Pan, sowie im Wunderland auf Alice im Wunderland mit ihrem Hutmacher und die Herzkönigin. Zum Schluss finden die beiden auch noch Aladdin und Prinzessin Jasmine. Eine grandiose Geschichte, die ich jedem ans Herz legen kann, der Humor hat für tolle Märchenadaptionen, die ein bisschen mit der heutigen Zeit und der Digitalisierung spielen. Ein absolut grandioses Werk, absolut zu empfehlen. Mein Name ist Christina Kröner und ich möchte heute einen Roman vorstellen von Rob Hart, Der Store. Ein Roman, der in nicht allzu ferner Zukunft in Amerika spielen könnte. Ein Roman, der einem erschreckend vielleicht bewusst machen kann, dass wir momentan bzw. die letzten Jahre mit den Innenstädten, dem Handel und dem Internet nicht unbedingt richtig umgehen. Der Store ist die Mother Cloud, die den Handel und die Wirtschaft beherrscht. Ein großer Konzern, der bereits alle Einzelhändler und Innenstädte platt gemacht hat. In großem Stile wird dort alles verkauft, was die Menschheit braucht. Es geht in diesem Roman um zwei Hauptprotagonisten. Das ist zum einen Sinja, die sich dort bewirbt. Man weiß am Anfang nicht so genau, was ihre Beweggründe sind, da sie ein sehr kühler, sehr abgebrühter Mensch ist, zu dem man auch schwer einen Bezug findet. Und es geht um Paxton. Paxton, der ein kleines Unternehmen geführt hat, selbstständig war und die Mother Cloud hat dieses Unternehmen zerstört. Diese beiden lernen sich kennen und man lebt mit ihnen den Alltag dort. Mit der Kontrolle, jeder, der in diesem Gelände wohnt, erhält eine Uhr. Es wird genau kontrolliert, wo sich die Mitarbeiter aufhalten, womit sie ihre Freizeit verbringen, wie der Konsum dort ist. Und es kommt dann noch Gibson Wells zur Sprache, der das Unternehmen gegründet hat. Eigentlich mit sehr guten Grund und Vorsätzen, was aber einfach so für die Menschheit nicht funktioniert hat. Ein sehr spannender Roman, gut zu lesen, eine sehr schöne Sprache und sehr kurzweilig. Ich wünsche viel Spaß. Hallo, ich möchte gerne einen neuen Roman vorstellen, und zwar Identity von Meetu Sanyal. Identity klingt nach einem leicht albernen Titel, das Cover ist auch entsprechend schrill, passt aber sehr, sehr gut zu diesem Roman. Erzählerin ist eine junge Frau, Studentin, nebenher betreibt sie einen ganz erfolgreichen Blog über das Thema Identitätspolitik und so weiter. Das ist auch ihr eigenes großes Lebensthema, ihr Vater ist Inder, ihre Mutter ist deutsch-polnisch stämmig und so fühlte sich ihr Leben lang schon nirgends richtig zugehörig. Als Deutsche sieht sie nicht deutsch genug aus, gleichzeitig ist sie aber auch nicht indisch genug, um sich dort ganz daheim zu fühlen. Das Lebensgefühl ändert sich erst, als sie im Studium eine neue Professorin kennenlernt, Saraswati, eine sehr charismatische und überzeugende Frau, sehr unkonventionell, und diese Professorin stellt alles das dar, was unsere Erzählerin schon immer sein wollte. Aber auch diese Professorin hat ihre eigenen Geheimnisse, die sie verbirgt. Dieses Buch ist unwahrscheinlich witzig geschrieben,
Also man muss auf jeder Seite mindestens dreimal laut lachen, weil es einfach so komisch ist. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich klug und enthält so ziemlich alles, was man heutzutage über das aktuelle Thema Sex, Gender und Race so wissen muss. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt, zum Beispiel weiß ich jetzt, was eine POC ist, Person of Color. Und ich kam mir bei der Lektüre schon ziemlich alt vor, weil ich dachte, oh Gott, das habe ich gar nicht gewusst, wie man das heutzutage alles sieht und wie man das politisch korrekt alles handhabt. Sehr kluge, sehr unterhaltsame Lektüre und auch sehr, sehr zeitgeistig. Identity von Mithu Sanyal.